Podest sind es nicht so viele Meter. Jetzt Piotr Dziwa, der jetzt genauso alt ist wie die Startnummer, die er trägt, seit ein paar Tagen. Ja, ist hier schon mal ein Sieger gewesen am Kulm und der kriegt das jetzt genau hin. So muss es aussehen. Super Flug von Dziwa, gute Bedingungen. Und der hat das dann auch mit dieser Flugbahn gut hinbekommen. Hat das Tempo voll mitgenommen und den richtigen Gleitwinkel ganz offensichtlich in die Luft fabriziert. 233,5 Meter. Der Rainer, super Absprung. Dann macht er die Kapsel, dann tut er mal relativ wenig. Schaut nur, dass es ihn nicht auftreibt. Und jetzt beginnt er zu sinken und er kriegt richtig Druck. Und dann macht er sich breit und lang. Und dann beginnt es richtig zu wirken, dass es ihn trägt, dass es ihn hebt, dass er nicht auf den Boden kommen will. Das ist natürlich im Unterschied zu den anderen sehr spektakulär. Aber auch seine Haltungsnoten fallen nicht so berauschend aus. Der Telemark-Aufsprung, ja, der missglückt. Das ist korrekt, dass es dafür Abzüge gibt. Aber er ist, glaube ich, ganz froh gewesen, dass er stehen bleiben kann, ziemlich sicher stehen bleiben kann bei dieser Ausfahrt bei einer Geschwindigkeit von, was sind das da, 120, 130 km/h. Und deshalb ist er jetzt der Erste, der Domen Preutz einigermaßen Paroli bieten kann.